بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد vor Ramadan habe ich eine Frage gestellt bekommen. Diese Frage ist wohl bekannt. Eines der Hauptscheinargumente der Atheisten. Es ist in Realität eine Frage, eine paradoxe Frage. Sie ist paradox, wie wir sehen werden. Aber sie bringt viele Menschen, die mit ihr konfrontiert werden, in Verlegenheit. Sie wissen nicht, wie sie darauf reagieren sollen, zumal jede Antwort zu einem Problem führt. Und das ist die berühmte Frage. Man muss auch anmerken, es ist keine neuzeitliche Frage. Das heißt, die Gelehrten des Islams haben derartige paradoxe Fragen schon vor Jahrhunderten behandelt und beantwortet. Und diese paradoxen Fragen, sie nehmen verschiedene Gestalten an. Im Endeffekt sind sie aber immer dasselbe. Ich werde einige Beispiele nennen. Im Laufe dieser Antwort werdet ihr sehen, dass das immer zum Gleichen hinführt. Das Schema ist immer dasselbe. Die Frage, die er mir gestellt hat, war folgende. Wenn Allah Ta'ala, wenn Gott allmächtig ist, kann er einen Felsen oder einen Stein erschaffen, den er selbst nicht mehr heben kann? Das ist die Frage. Viele von euch haben sie bestimmt schon mal gehört. Ich selbst habe sie das erste Mal, wenn ich mich nicht irre, in der 8. oder 9. Klasse gehört. Da hatte ich mich mit meinem Lehrer über den Glauben, über die Existenz Gottes unterhalten. Und darauf hatte er mir diese Frage gestellt. Muss zugestehen, dass ich damals selbst nicht wusste, wie man darauf antworten soll. Das liegt aber mittlerweile Ewigkeiten zurück. Kurz zu dieser Frage. Ich werde diese Frage nur ganz kurz beantworten, da sie in der Realität nicht so kompliziert ist, wie es am Anfang vielleicht scheint. Und der Grund dafür, warum diese Frage eigentlich gar nicht verdient, sich lange und ausgiebig mit ihr auseinanderzusetzen, ist, dass sie ein Paradox ist. Das heißt, diese Frage, diese Aussage oder Frage, sie ist paradox. Das bedeutet, sie ist in sich selbst ein Widerspruch. Sie enthält einen Widerspruch. Daher ist es nicht fern, wenn man sagt, sie ist einfach nur ein Hirngespinst, das nur in der Fantasie existieren kann, in der Welt der Tatsachen und der Realitäten. Mit der Welt der Tatsachen und der Realitäten hat diese Frage nichts zu tun. Warum? Wir wissen, dass es Dinge gibt, die aufgrund diverser Widersprüche oder ihrer Irrationalität nur in der Fantasie leben können. Das heißt, man kann sie sich in seiner Fantasie, in seinen Gedanken kann man sich sie zusammenweben. In der Realität sind sie aber einfach nichts. Sie sind null. Sie sind gleich null. Sie sind unmöglich. Das heißt, sie haben nichts mit dem Sein und dem Seienden zu tun. Mit dem Sein, also mit der Existenz und dem Seienden, den existierenden Dingen. Aussagen, die getätigt werden, können nach der Modallogik wie folgt bewertet werden. Sie ist möglich, sie ist notwendig oder unmöglich. Das sind die Bewertungen, eine Aussage in der Modallogik. Nehmen wir mal an, ich würde sagen, es gibt einen Menschen mit grüner Haut. Das ist eine Aussage. Diese Aussage ist möglich. Sie wird damit bewertet, dass sie möglich ist. Da die Annahme, ja, auch wenn es nicht belegt ist, auch wenn wir noch nie einen Menschen gesehen haben, der grüne Haut hat, aber sie ist in sich selbst kein Widerspruch. Sie verursacht keinen Widerspruch. Sie ist frei von Widersprüchen und somit
gehört sie nicht zu der Kategorie des Unmöglichen, was die Gelehrten in der islamischen Theologie auch als Al-Muhal oder Al-Mumtani' li dhatihi bezeichnen. Al-Muhal oder Al-Mumtani' li dhatihi. Würde ich aber sagen, ein Kreis ist rund. Auch das ist eine Aussage. Ein Kreis ist rund. Bei dieser Aussage handelt es sich um eine notwendige, eine selbstevidente Aussage, denn ein Kreis kann kein Kreis sein, wenn er nicht rund ist. Würde ich aber sagen, ein Kreis ist viereckig. Diese Aussage ist unmöglich. Diese Aussage ist unmöglich. Muhal, mumtani'un li dhatihi, mustahil, ghayru mumkin. Warum? Denn diese Aussage beinhaltet einen Widerspruch. Sie ist widersprüchlich. Ein Kreis kann nicht eckig sein, denn wenn es eckig ist, ist es kein Kreis mehr. Etwas existiert, aber ist inexistent. Auch das ist eine unmögliche Aussage. Das ist nämlich ein Paradox. Das ist ein Paradox. Ein Teil vom Ganzen ist größer als das Ganze. Ein Teil von einem Ganzen, von etwas Ganzem, kann nicht größer als das Ganze sein. Das sind unmögliche Aussagen. Unmögliche Aussagen haben keine Realität in der Welt des Seins und des Seienden. Sowas gibt es nicht. Das heißt, ontologisch betrachtet, und die Ontologie ist die Lehre des Seins und des Seienden, auf Arabisch wird das genannt Ilm al-Wujud, Ilm al-Wujud. Derartige unmögliche Aussagen haben nichts mehr mit der Realität zu tun. Sie haben nichts mehr mit der Realität der Existenz und der existierenden Dinge zu tun. Das sind Hirngespinste. Ich nenne es jetzt mal so. Das sind Hirngespinste, die mit der tatsächlichen Realität nichts gemein haben. Inwiefern hat das mit dieser Frage zu tun und mit der Allmacht Allah Ta'alas, der Allmacht Gottes? Wir glauben daran, dass Allah Ta'ala allmächtig ist. Was meinen wir damit, dass er allmächtig ist? Und das ist auch interessant, die Theologen des Islams, selbst in den Büchern der Tafsir sieht man das gelegentlich, diesen Ausdruck, wenn der Name Allah Ta'ala Al-Qadir erwähnt wird. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah Ta'ala ist zu allem mächtig. Dann sagen sie, dann wird man dieser Aussage begegnen. Sie sagen, ala kulli shay'in qadir, ala kulli mumkin. Oder sie sagen, Qudratullahi Ta'ala tata'allaqu bil mumkinat. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir sagen, Allah Ta'ala ist zu allem mächtig, hat die Macht zu allem, dann meinen wir die Macht zum möglichen Sein. Das heißt, die Macht Allah Azza wa Jallas, die Macht Gottes, hängt zusammen mit dem möglichen Sein, nicht mit dem unmöglichen Sein. Das unmögliche Sein, wie gesagt, eben schon vorab gesagt, das sind Dinge oder Aussagen, die denen Widersprüche innewohnen, die zu Widersprüchlichkeiten führen, die irrationell sind. Aber ändert diese Feststellung, diese theologische Feststellung, ändert sie etwas an dem Problem, wenn ich nun sage, dass Allah Ta'alas Allmacht, Gottes Allmacht, sich nur auf das Mögliche bezieht? Ist das nicht eine Reduzierung der Allmacht Allah Azza wa Jallas? Damit hätten wir ihm eigentlich die Eigenschaft der Allmacht weggenommen. Das ist nicht der Fall. Denn wenn wir, wie gesagt, und ich wiederhole nochmal, wenn wir vom Unmöglichen reden, dann reden wir von etwas, das nur in der Fantasie existiert. Das Unmögliche ist nichts, was das Sein betrifft. Es kann nicht sein. Und die Eigenschaft der Macht, aber die Macht hat nichts mit Unmöglichkeiten zu tun. Dinge, die rein vernunftmäßig und logisch betrachtet unmöglich sind.
Und das ist die Macht Allah Azzawajallas. Die Macht Allah Ta'ala hat einen Einfluss und eine Wirkung auf das Existieren und Nicht-Existieren. Nicht das bloße Wissen. Das Wissen Allah Ta'ala hat eine, ich nenne es mal, eine aufdeckende Funktion. Ich nenne das jetzt mal so. Und auch nicht der Willen, denn der Wille, der trägt zur Entscheidung bei, wenn mehrere Möglichkeiten dastehen. Soll etwas existieren oder soll es nicht existieren? Aber nicht der Wille selbst lässt es existieren, sondern es ist die Macht. Das heißt, die Macht hat nichts mit Unmöglichkeiten zu tun, da es in der Natur des Seins eben sowas gar nicht geben kann. Und derartige paradoxe Fragen können nicht mit einem Ja oder mit einem Nein beantwortet werden. Wenn man das macht, dann ist man nämlich in die Falle getappt. Warum kann man sie nicht mit einem Ja oder einem Nein beantworten? Sie sind logische Fehlschlüsse. Das sind Fehlschlüsse. Diese Fragen beinhalten Widersprüche und Fehlschlüsse. Daher, die Antwort auf diese Frage liegt nicht darin, dass man Ja oder Nein sagt, sondern die Antwort liegt darin, dass man den Fehlschluss aufdeckt oder eben diesen Widerspruch erkenntlich macht. Ja, kann Allah einen Menschen erschaffen, der existiert, aber gleichzeitig auch nicht existiert? Diese Frage ist Unsinn. Diese Frage kannst du nicht mit Ja oder Nein beantworten. Sie ist Stuss. Denn wenn etwas existiert, kann es nicht inexistent sein. Und wenn es inexistent ist, kann es nicht zur gleichen Zeit existieren. Das heißt, das eine schließt das andere notwendigerweise aus. Kann er einen eckigen Kreis erschaffen? Kann Allah Ta'ala einen eckigen Kreis erschaffen? Kann er einen Mann oder eine Frau erschaffen, die Jungfrau ist und nicht Jungfrau ist? Das sind Paradoxien. Diese Fragen kannst du nicht mit Ja oder Nein beantworten. Diese Fragen sind per se ein Widerspruch. Und auch die Frage hier, die wir haben, also kann Gott einen Felsen erschaffen, den er nicht tragen kann? Auch sie ist ein Paradox. In der Wirklichkeit ist sie nur eine sprachliche Listigkeit, denn wenn man gewisse Wörter hier austauscht und den tatsächlichen Sinn der Aussage in den Vordergrund rückt, dann wird es sehr einleuchtend, dass diese Frage eine Paradoxie ist. Der Satz bedeutet nämlich einfach, also diese Frage, wenn wir sie ein wenig umformulieren, kann Gott einen Felsen erschaffen, einen Stein, den er selbst nicht mehr tragen kann, dann bedeutet diese Frage jetzt einfach mal ganz einfach ausgedrückt, das Beispiel des Steins oder des Felsens mal hier weggenommen. Das bedeutet, kann Allah allmächtig und unallmächtig sein? Kann Gott allmächtig und unallmächtig sein? Das ist die Frage. Und wir sehen hier, das ist eine Paradoxie. Das eine schließt nämlich das andere aus. Das heißt, hier gilt der Satz des dritten Ausgeschlossenen. Entweder ist man allmächtig oder unallmächtig. Man kann nicht beides sein. Und wenn wir sagen, wenn wir uns jetzt etwas auf diese Frage einlassen, kann Allah einen Felsen erschaffen? Das heißt, es handelt sich hier um ein Geschöpf. Wenn wir sagen, es ist ein Geschöpf, dann sagen wir auch gleichzeitig darüber aus, dass es gänzlich abhängig von Gott ist. Das bedeutet es, erschaffen zu sein von jemandem oder von diesem Wesen. Und diese paradoxe Frage setzt aber die Vorstellung voraus, dass ein abhängiges Geschöpf erschaffen wird, aber nicht unter der Macht Allah Ta'ala oder Gottes steht. Das ist genau wie die Frage, also eine ähnliche paradoxe Frage, nur mit anderen Worten, indem andere Worte verwendet werden. Kann Gott ein Wesen erschaffen, das unerschaffen ist? Kann Gott einen Gott wie sich selbst erschaffen? Kann Gott einen Gott wie sich selbst erschaffen? Eine ähnliche Frage.
eine paradoxe Frage. Die kannst du nicht mit Ja oder Nein beantworten, denn sie beinhaltet in sich selbst Widersprüche. Sie ist widersprüchlich. Denn wenn wir sagen, wenn wir sagen, oder diese Frage, kann Gott einen Gott wie sich selbst erschaffen? Dieser in Anführungsstrichen erschaffene Gott kann gar nicht wie er sein. Das beginnt ja schon mit der Sache, dass Gott ohne Anfang ist und urewig ist. Die Frage würde also bedeuten, kann Gott ein Geschöpf erschaffen, das anfanglos ist und urewig ist wie er? Das ist aber nicht die einzige Eigenschaft Gottes. Die eine Eigenschaft von ihm ist, dass er unerschaffen ist. Also kann er ein erschaffenes Geschöpf erschaffen, das unerschaffen ist? Ihr merkt, das ist alles sehr, sehr widersprüchlich. Und außerdem hat ja Gott auch dieses Geschöpf geschaffen, das wie Gott sein soll. Dann müsste aber dieses Geschöpf auch Gott erschaffen. Das gehört ja nämlich auch zur Ebenbürtigkeit. Und das ist alles ein Riesenwirrwarr von Widersprüchen. Das kann man nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Es kann aber sein, dass die fragende Person darauf beharrt, dass dies Unfähigkeit darstellt. Und wenn das dann der Fall ist, dann muss man sich eben auch auf dieses Niveau herunterlassen und die Frage nach seiner eigenen Mentalität beantworten, indem man einfach sagt, ja, er kann einen Felsen erschaffen, den er nicht tragen kann, aber er kann ihn tragen. Er kann einen Felsen erschaffen, den er nicht tragen kann, aber er kann ihn tragen. Und wenn er dann sagt, das ist aber widersprüchlich, dann entgegne ihm einfach, dass seine Frage ebenso widersprüchlich ist. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen ein wenig geholfen. Wenn es euch geholfen hat, dann teilt das Video mit anderen. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.